Wunderbar, das riecht nach Stimmung. Herzlich willkommen zur neuen KSC Kneipentalk. Und hier in Malsch, Hausbrauerei, Alter Bahnhof, wie immer, Heimspiel. Und meine Gäste sind heute unser Manager, Sportmanager von unserem Trainer Ronny Zeller. Und unser Neuzugang Nikolai Raab. Wunderbar, Nikolai, fangen wir mit dir an. Schön, dass du da bist. Ihr habt heute Morgen Training gehabt, du musst ein bisschen warten. Du konntest jetzt extra für die Sendung dann gewartet. Du fährst nachher noch einen längeren Weg nach Hause. Aber insgesamt hast du gut eingelebt bei den Jungs, oder? Ja, erstmal freue ich mich, hier zu sein. Ja, wir hatten heute Morgen Training, haben gut und viel trainiert. Am Nachmittag war ich noch einen schönen Kaffee trinken mit ein paar Jungs. Und ja, ansonsten fühle ich mich pudelwohl. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Und ja, ich bin einfach froh, hier zu sein. Die Jungs, die sind dafür bekannt, dass sie einen gut aufnehmen. Und die Neuzugänge kommen dann relativ früh immer zu mir hin. Und da kriegen die Neuzugänge den letzten Schliff quasi. Die nötigen Skills, für bei uns auch mitspielen zu können, ist ja nicht so einfach. Und in der Regel ist es auch so, dass sie dann Tore schießen. Sebastian Jung hat es letztes Mal nicht gemacht, aber ich hoffe, dass er es vielleicht am Morgen macht. Wie sieht es bei dir aus? Ist alles vorbereitet? Also wenn ich am Wochenende ein Tor schieße, dann muss ich wohl jede Woche kommen. Machen wir so, versprochen. Als Maskottchen so quasi. Nikolai, es hat ein bisschen gedauert. Deine Entscheidung selbst war relativ schnell gefallen, aber es hat doch ein bisschen gedauert. Was war der Grund? Warum hat das so lange gedauert, bis wir dich endlich hier hatten? Ja, meine Entscheidung, die ist schnell gefallen. Ich war mir recht schnell klar, dass ich hierher möchte. Ich habe in Bremen nicht so viel gespielt und ja, deswegen wollte ich auch unbedingt wechseln, um wieder ein bisschen mehr Spielzeit zu bekommen. Und ja, woran es ein bisschen gehapert hat, war dann die Seite der Bremer. Der Kader war relativ klein, es kam kein Neuzugang und deswegen musste ich mich noch ein bisschen gedulden, aber letztendlich hat es dann doch geklappt. Dann sogar ablösefrei? Richtig. Gut, ne? Und du hast mit unserem Sportdirektor oder sportlichen Leiter Sebastian Freis in Fürth gespielt, 2016, 17. Wie war er so als Spieler? Schlau. Er war ein sehr schlauer Spieler. Ich würde ihn ein bisschen damals der Thomas Müller der zweiten Liga. Er weiß, wo das Tor steht oder wusste es zumindest. ja, also es war angenehm mit ihm, sehr, sehr höflich, hat auch damals als erfahrener Spieler mich als jungen Spieler gut aufgenommen und von daher, ja, war es eine schöne Zeit. Er war Stürmer, wenn ich mich recht entsinne, ich war sehr oft zu dieser Zeit in Fürth, er kam sehr viel über rechts, du warst im Zentrum, habt ihr trotzdem ab und zu Berührungspunkte gehabt oder bist du human mit ihm umgegangen, weil du wusstest, okay, ich könnte ihn nochmal gebrauchen? Ja, wir haben uns relativ gut verstanden. Okay. Auf dem Platz, im Training, klar, hat er mir vielleicht mal einen Tunnel geschoben und hat dafür dann mal ein blaues Schienbein bekommen. Ja. Aber ist ja relativ normal. Könnte er gut Karten spielen? Ich habe gehört, er wäre ein miserabler Kartenspieler gewesen, oder? Das habe ich nicht gehört. Nee. Er war ein sehr guter Kartenspieler. Nicht? Er konnte sich die Karten sehr gut merken, hat dann nach dem Spiel meistens die anderen Jungs ein Bier trinken lassen und er selbst war nüchtern und wusste, welche Karte gespielt wurde. Schön. Und von daher hat er auch ein bisschen Geld gewonnen. Und nicht von mir unbedingt, aber von anderen Spielern. Dann hat er den jungen Spieler aus Hoffenheim, der da gerade als Neuprofi zu Fürth kommt, mal schön abgezockt oder wie war das? Nee, sowas nicht. Da waren andere Spieler dran, die da bezahlen mussten. Am Ende des Tages, was hat dich dazu bewegt, gerade zu uns zu kommen? Jetzt könnte man sagen, okay, Wintertransfer, hat man nicht so viele Anfragen, dein Vertrag wäre ausgelaufen in Bremen, aber warum KSC? Ja, klar, im Winter gibt es nicht allzu viele Anfragen, das stimmt schon. KSC war jetzt nicht die einzige Anfrage. Ich hatte schon Kontakt im Sommer mit Sebastian Freis. Wir haben uns dann getroffen, Ende Oktober, glaube ich, zusammen mit dem Trainerteam.
Und ja, ab dem Zeitpunkt war es dann eigentlich relativ klar für mich, ich glaube auch für den KSC, dass wir zusammenkommen wollen. Und ja, der Rest hat sich dann leider ein bisschen gezogen, aber die Gespräche waren sehr gut. Ich konnte mich voll und ganz mit dem identifizieren, mit den Zielen, die wir vor uns haben. Und von daher, ja, hat es mich jetzt gefreut, dass es soweit ist. Du warst ein Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft, muss man einfach sagen. Du hast 28 Spiele gemacht. Du hast keins nicht gemacht, weil du ausgewechselt oder weil du nicht sportlich die Leistung gebracht hast, sondern gelbe Karten verletzt. Du warst also ein Teil der Aufstiegsmannschaft. Dann steigst du auf und auf einmal bist du doch nur noch Ersatz. Warst du sehr oft verletzt dann oder hast du irgendwann mal gespürt, okay, der Trainer setzt jetzt auf andere Spieler? Ja, also in der Zweitligasaison, wie gesagt, 28 Einsätze. Ich würde sagen, viele von Beginn an, ein paar Einwechslungen. Ich wusste vor jedem Spiel, ich komme auf jeden Fall rein, eventuell spiele ich. Von daher habe ich da schon auch meinen Teil dazu beigetragen, dass wir aufgestiegen sind. Ja, in der ersten Liga dann, klar, es waren meine ersten Bundesligaspiele. Da freut man sich drüber, aber irgendwann kommt der Punkt, da ist einem ein Einsatz in der Bundesliga nicht mehr so viel wert, wenn man nur 2 Minuten spielt, 3 Minuten. Ja. Ich bin in der Allianz Arena reingekommen gegen Bayern, 2 Minuten, schön und gut, aber so richtig glücklich ist man dabei dann nicht. Ja, es wurde nicht so viel auf mich gesetzt, deswegen... Trainer wollte schauen, ob du konditionell noch mithalten kannst oder worum ging es da? Ja, an sich war es mein Debüt in der Allianz Arena. Da ist man aber es ist lieber, doch, aber es ist wirklich so, ohne Spielen keine Entwicklung. Dann geht man lieber mal einen Schritt zurück, nimmt wieder Anlauf und sagt, ich spiele wieder, ich kriege wieder Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ermöglicht wieder zu lernen. War das auch ein Argument für dich, wo du einfach sagst, ich will wieder spielen, ich will wieder ein Teil eines Teams sein? Absolut. Also man fängt an, Fußball zu spielen als kleiner Junge, weil es einem Spaß macht. Und ich glaube, das ist letztendlich dann auch das Wichtigste, dass man Spaß hat. Und Spaß hat man nur, wenn man spielt oder ja, wenigstens mal eingewechselt wird. Und das war dann in meinem Fall nicht mehr ganz so. Und deswegen habe ich mich für einen Wechsel entschlossen. Deine Lieblingsposition, ohne dem Trainer jetzt vorzugreifen, 6? Ja. Kannst aber auch Innenverteidiger oder Außen sogar, oder? Ja, also defensiv kann ich so gut wie jede Position begleiten. Aber am liebsten spiele ich auf der 6. Ronny, jetzt zu dir. Seit über 40 Jahren im Fußballbusiness. Wie kam das? Damals gab es ja das Wort Sportmanager noch gar nicht. Ich meine, da war man eher, man kam in den Fußball, man war clever, man war irgendwo Kaufmann oder Automobilkaufmann, Schmuck bei dir oder so. Bei mir war es Schmuck tatsächlich. Schmuck, ja. Pforzheim genau. Geboren, dann ist es relativ naheliegend, dass man dann mit Schmuck zu tun hat. Und diesen Beruf gab es ja nicht, aber du warst schon relativ nah dran, beim KSC immer, sehr früh schon. Ne? Genau. Und hast dann, dein erstes Highlight war 1980, wo du sehr nah dran warst, aber noch keine Funktion hattest, als die Jungs dann in dieser sensationellen Relegation gegen Rot-Weiß Essen aufgestiegen sind. Ja. Also da fing praktisch alles an und dann das nächste Highlight, was ich erleben durfte, muss ich sagen, als Max Merkel Trainer in Karlsruhe war. Das war auch für mich ein absolutes Highlight, so jemand erstens kennen und dann auch erleben zu dürfen. Und da ist dann auch tatsächlich eine Freundschaft entstanden bis zu seinem Tod. Okay. War für mich auch ein Highlight, weil das waren halt, das wird heute nicht mehr gehen, solche Trainertypen, aber es war einfach, ja, wie man so schön sagt, eine geile Zeit mit ihm. Du bist dann Manager geworden. Wie kam das? Wer hat dich eigentlich hier hingeholt? War es nicht der Uwe Dittus? Nee, der Roland Schmieder hat mich hierher geholt. Roland Schmieder war es, aber Uwe Dittus hatte einen sehr guten Kontakt. Toller Spieler. Uwe Dittus, durch das ist das Ganze entstanden, weil Uwe Dittus und ich eng befreundet waren. Und deshalb war ich da relativ nah dann irgendwann beim KSC und dann hat mich Roland Schmieder zum KSC geholt. Du warst dann Manager und ihr seid direkt aufgestiegen? Ja, wir sind direkt aufgestiegen. In der Saison 83, 84 sind wir dann und Meister geworden vor Schalke 04, muss man auch sagen. Gell? Ja. Damals sind noch 2 aufgestiegen oder gab es Relegation? Nee, 2. 2. Dann kam diese sensationelle Generation, Michael Harford und wie die Jungs alle hießen. Am Ende des Tages sind das genau diese Jungs, das habe ich Michael Harford auch zum Geburtstag geschrieben,
die dann den Weg für uns in den 90er Jahre vorbereitet haben. Sukzessive ist der Verein gewachsen und diese vielen tollen Spieler, die sie damals hatten, haben dann eigentlich den Weg gegeben. Kann man schon so sagen, ne? Ja, absolut. Und was natürlich auch das Schöne war, dass genau in der Phase, von der du gerade sprichst, waren unglaublich viele KSC-Spieler tatsächlich aus der Region. Ja. Also ich glaube, an der Aufstiegsmannschaft damals, also zu unserer Zeit meine ich jetzt, da war kein Spieler weit weg von Karlsruhe. Ja. Steps Groß und Hans-Jürgen Beusen, Mannheim, Heidelberg, das war schon eigentlich ja. Die weiteste Entfernung. Manu Günther war auch ja. Hier direkt, ne? Ja, ja, klar. Genau. Was hat sich in dieser Zeit verändert? Wenn du heute, du bist 40 Jahre, du bist heute Spieler, Manager, nicht Berater, was ist so das Gravierendste, was sich zu dieser Zeit zu der heutigen verändert hat? Leider, dass es um so viel Geld geht. Das ist der gravierendste Unterschied. Und das war früher eigentlich, finde ich, einfach viel angenehmer zum Arbeiten als heute. Das ist mit Sicherheit, mit Abstand der gravierendste Unterschied. Einfach die finanziellen Geschichten. Und das ist vielleicht komisch, wenn ich das sage als Berater, aber manchmal eigentlich schade. Geht es heute mehr um Opportunismus, um Konformismus, wo man sagt, es wird sich angepasst? Es sind viele, das spüre ich ja. Generell, viele Leute, die gar nicht mehr den Beruf Fußballprofi richtig verstehen, trotzdem in Verantwortungsposition. Ja, aber das mit dem Angepassten zum Beispiel, also das finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Ich weiß doch jetzt schon, wenn ein Spieler ein Interview hat nach dem Spiel, weiß ich eigentlich, egal wie er gespielt hat, was er sagt. Und das ist was ich nicht verstehe. Mir fehlen inzwischen die Typen. Beispiel, jetzt macht ein Spieler das Spiel seines Lebens, schießt 3 Tore zum Beispiel. Dann oder ist der vier. Anschließend, oder 4, ja, gab ja welche mit 4, fällt ja, mir gerade ein, ja, genau. Aber das haben die nur gegen ausländische Mannschaften geschossen. Okay. Aber auf jeden Fall, ja. Dann geht er nachher ins Interview und sagt, das war alles im Dienste der Mannschaft. Ich würde mir wünschen, dass mal einer sagt, hey, was für ein geiler Tag, ich habe 3 Bude gemacht. Ja. Trauen die sich alle gar nicht mehr. Und mir fehlen wirklich Typen. Ich fand zum Beispiel das Interview am Wochenende vom Thomas Müller klasse. Aber die sterben gerade aus, weil sie sich nichts mehr trauen, sind zu weich, haben Angst. Leider. Liverpool kommt hier hin, hat einen Trainerstab, einen Staff, allein 50 Personen, die sich um die Ernährung kümmern. Eine Ökotrophologin, die aus München kam, und die hat mittlerweile 50 Angestellte, um die Spieler zu bewirten. Einen eigenen Kochbus, 3 Busse voll mit Trainer, mit Leuten direkt aus dem Staff, die... Ist das nicht Wahnsinn? Muss das so viel sein? Ich finde das so maßlos übertrieben und ich glaube, dass die je nach Ernährung, das gehört alles dazu heutzutage, ist ja okay, aber ob der jetzt mit 50 Köche, ob der dann jetzt ein Tor mehr macht oder weniger, das bezweifle ich total. Also ich finde, die Jungs, die sollen auch mal zwischendurch losgehen und eine Currywurst essen. Ja. Alles zu seiner Zeit, aber nicht maßlos übertreiben und das ist halt die heutige Zeit. Gut. Also vielleicht bin ich einfach auch zu alt. Nö, aber Süle zieht das ja durch mit der Currywurst. Süle zieht es konsequent durch, schon seit seiner... Ist auch wiederum nicht gut, oder? Nee, das ist nicht so gut, aber ich finde, so die richtige Mischung macht's. Phil Jackson aus dem Basketball, 11 Rings, bester Basketballtrainer aller Zeiten, hat gesagt, das enorme Geld und die hohe Professionalität hat dem Sport die Seele geraubt. Kann man das so sagen? Ja, eigentlich zum Teil schon, ja. Ist leider so. Einhergehend mit den gesellschaftlichen Veränderungen, die wir eh so haben. Ne? Also es ist immer eine Siehst Parallele. Siehst du im Moment aktuell, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich würde inzwischen den Spielern und den Schiedsrichter eigentlich raten, nur noch mit dem Tennisschläger ja. Ins Stadion zu gehen. Ja, weil das ist doch alles so maßlos übertrieben. Aber da muss man sich halt auch mal Gedanken machen, warum reagieren die Fans so? Die haben ja auch Gründe. Ja. Es nervt natürlich so langsam, wenn es bis zur Spielunterbrechung geht. Oder ich denke, dass demnächst auch mal einen Abbruch gibt, wenn keine Ruhe ist. Aber warum ist das so? Das ist das, was du gerade ansprichst. Ja, die Seele? Die Seele wird vielleicht verkauft. Um extrem viel Geld, das muss man sagen. Nicht nur für die Spieler, auch für die Vereine. Ja. Und alle stehen und setzen sich unter Druck und spüren eigentlich gar nicht, dass viele Trainer verkopft sind, sage ich jetzt mal, auch vor allem in der Jugendzeit, es müsste eigentlich Leute geben, die Persönlichkeitsentwicklung für die Trainer machen, um denen zu zeigen,
hör mal, wenn du die Jungs die Freiheit gibst, das Spielen, Fußball spielen lernst und nicht lehrst, sondern dann kannst du aus diesen Jungs ganz Großes machen und sukzessive wirst du dann auch besser und du bist dann auch ein besserer Trainer. Aber das verstehen die meisten nicht, weil sie wollen den direkten Erfolg und sie wissen nicht, dass es andersrum viel erfolgreicher wäre. Ja, aber da fehlt den meisten leider die Geduld und das ist heute ganz, ganz schlecht. Also mit jungen Spielern muss man auch mal raten, hey, jetzt spiel mal, keine Ahnung, mal ein Jahr in der dritten Liga, zweite Liga, vielleicht dann auch mal noch mal ein Jahr länger. Und dann geht es viel einfacher auf dem Weg nach oben. Weil es kann natürlich auch sein, dass du, wenn du schon hochgehst, dass die Karriere einen ganz negativen Verlauf nimmt. Ja, aber das ist leider halt auch so. Was nicht sein hätte müssen. Das kommt wieder das Problem. Dann geht es auch schon vielen ums Geld. Und das ist ganz einfach schlecht. Weil wenn die ein bisschen schlauer sind, dann wissen sie, dass sie später viel, viel mehr Geld verdienen. Ja, natürlich. Junge Fußballer, das können wir das auch das Thema haben, die kriegen oftmals sehr hohe Verträge, sehr jung, und denken, sie wären so gut. Aber sie sind ein reines Spekulationsobjekt. Sind sie auch. Ich meine, da gehört so viel dazu. Du brauchst letztendlich einen Trainer, der auf dich steht, muss dir ja alles nicht erklären. Du brauchst Glück, in der richtigen Situation zu sein, beim richtigen Verein zu sein. Also da gehört viel, viel mehr dazu als nur Talent. Wie war das bei dir, Nikolai? Du hast gute Trainer gehabt in Hoffenheim, muss man wirklich sagen. Du bist deutscher Meister geworden und hast sensationellen Fußball in dem Jahr gespielt. Im Endspiel Hannover 5-0 geschlagen, deutscher Meister. Julian Nagelsmann war Trainer. Er war da etwas anders wie viele andere, oder? Ja, absolut. Also man hat ihm damals schon angemerkt, dass er sehr verbissen ist. Er ist ein sehr guter Trainer. Er hat uns eine Taktik an die Hand gegeben und die ist immer aufgegangen. Auch wenn wir davor gedacht haben, das wird nichts, aber es wurde was. Ja, man hat eben schon früh angemerkt, dass er was werden kann. Was die Leute jetzt, dann werden sie es ja erfahren, wir reden aber jetzt schon mal drüber, weil sie von uns dann erfahren. Mit 8 Jahren hast du schon das Trikot des KSC angehabt, ne? Richtig, ja. Das wissen die wenigsten, aber ja, mein Papa... Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Mein Papa hat mich 3-mal die Woche hier ins Training gefahren. Das waren dann aber so 1,5 Stunden, also 3 Stunden dann an einem Trainingstag. Das war dann leider ein bisschen zu weit, deswegen bin ich dann nach Hoffenheim gewechselt. Aber ja, angefangen hat es hier. Hat dich dein Papa da auch am Anfang hingefahren? Du bist mit 10 Jahren dann zu TSG Hoffenheim und dann mit 14 zu, wie nennt man das? Gastfamilie. Bitte? Also es gibt ein Internat, ja, okay, oder Gastfamilien. Ja. Ich habe mich damals für die Gastfamilie entschieden. Genau. Und ja, da bin ich mit 14 von zu Hause ausgezogen. Es war für mich, glaube ich, einfacher als für meine Eltern. Aber ja, ist schon relativ früh, aber ich würde sagen, im Nachhinein hat es sich gelohnt. Dann deutscher Meister, kriegst dein erster Profivertrag, spielst in der U23, spielst doch ganz gut und wechselst schon, wenn ich mich nicht irre, nach einem halben Jahr nach Fürth, oder? Hast du die ganze Saison gespielt in der zweiten Mannschaft? Nein, also ich bin relativ früh nach Fürth gewechselt, einfach aus dem Grund, ich habe bei den Profis in Hoffenheim trainiert, bei der U23 gespielt, Regionalliga. Ich war Innenverteidiger, meine Konkurrenz war Süle, Abraham, Westergaard, Bicacic. Und meine Aussichten auf Spielzeit waren einfach so gering, dass ich gesagt habe, ich will wechseln, weil, wie auch eben schon angesprochen, ich glaube, für junge Spieler ist das Wichtigste zu spielen. Lieber mal eine Liga drunter, aber Hauptsache man spielt, weil nur so kann man sich auch weiterentwickeln. Dann hast du noch mit dem KSC Kontakt gehabt? Für uns nicht so gut. Relegationsspiele Aue, hier gehen erst in Karlsruhe 0-0 und dann 3-1 in Aue gewonnen. Wobei ja hier in Karlsruhe, kann ich mir erinnern, sehr gut gespielt habt. War da klar das bessere Team, aber wir machen, wenn ich mich nicht irre, das 1-1. Welche Erinnerungen hast du an das Spiel? Ja, also ich glaube im Hinspiel 0-0, da war es bei uns eine nicht so gute Stimmung. Obwohl ihr gut gespielt hattet, so hatte ich es in Erinnerung. Ja, aber der Druck ist ja schon doch höher, wenn du von der oberen Liga kommst, du musst gewinnen. Wir waren viele junge Spieler, hatten jetzt noch nicht die größte Erfahrung. Und ich glaube, hätten wir jetzt nicht Tiffert in unserem Team gehabt, dann wäre es auch deutlich schwerer geworden, weil er einfach für uns die richtigen Worte gefunden hat. Im Rückspiel dann das 1-1 in der Halbzeit.
da wusste man dann auch. Schleuse hat das Tor gemacht, oder? Ich weiß es kann nicht. Kann sein. Mehr. Rechtsverteidiger war auf jeden Fall Matze Bader, das weiß ich. Ah, okay. Hast du nichts mit zu tun gehabt? Nee, mit dem Gegentor glaube ich nicht. Gut. Aber klar, in der Halbzeit dann zu wissen, man hat 45 Minuten, man muss gewinnen. Wir wussten, dass wir es schaffen können, weil wir, glaube ich, von der Qualität her die bessere Mannschaft hatten. Genau. Aber ja, Qualität entscheidet nicht immer alles, sondern auch der Kopf. Ja. Aber wir haben es hinbekommen. Ja, war für euch dann etwas schade. KSC leider nicht aufgestiegen. Kautsche war bei uns Trainer. Ronny, was die meisten nicht wissen, das muss man wirklich mal. Du kannst auch ganz manierlich Fußball spielen, ne? Wir zwei waren ja mal im Team auf Mallorca. Jährlich haben wir dort mit Rudi Völler im Camp Fußball gespielt. Und da, in einem Jahr war es dann so, war Uwe Rapolder war unser Trainer. Hat auch mitgespielt noch ein bisschen. Und auf einmal sagte Uwe, Ronny, schön hinten hin. Ne? Hier, Backsteinstoßer hinten hin. Da sagt Rudi und ich dann gesagt, nein, wir spielen seit Jahren schön mit einem Dreiersturm. Das wird auch so bleiben. Und cool. Ungeschlagen, wir haben immer gewonnen. Ungeschlagen, genau. Und du als Rechter, wie Sebastian Freis, über rechts kommend. Genau. Waffe. Ja, absolut. Flankengott. Flankengott. Rudi macht, einen sensationellen Fallrückzieher. Du Kopfballtore, weiß ich und auch. Und Kopfballtor, genau. Und Uwe Rabolda hat sich nachher entschuldigt, ne? Oder wie war das noch? Beim Abendessen, da haben wir, glaube ich, da war so ein Bankett, oder? Ja, genau. Es war ein Bankett und da stand auf einmal auf und hat ans Glas geklopft und hat sich gesagt, er hat gesagt, er möchte sich gern bei mir entschuldigen, dass er mich linker Bock spielen lassen wollte. Also nicht, dass Sie jetzt die Leute denken, wir haben es hier mit dem Antifußballer zu tun. Nee, da geht schon was. Ja. Ne? Du bist jetzt hauptsächlich Management hauptsächlich für Trainer. Kann man das so sagen? Ja, inzwischen ja. Ich mache auch weniger. Ja. Inzwischen und gut, hier ist ja in der Region bekannt mit Christian Eichner, was da übrigens eine unglaublich schöne, es gibt ja auch in unserem Job unheimlich schöne Geschichten. Christian und ich arbeiten seit 18 Jahren zusammen. Ich habe ihn ist eine treue Seele. Ja, das ist überhaupt den ganzen Werdegang. Als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, war er unbekannter Amateurfußballer. Und eine Karriere zu begleiten, das ist für mich auch in meinem Job Schönste, was es gibt. Außergewöhnlich auch, ne? Ja. Nicht so oft, zumindest. Und dann wird der Trainer, und man muss einfach sagen, Trainer zu werden, ist ja unglaublich komplex in der heutigen Zeit. Man nimmt nicht einfach einen Ball, spielt ein bisschen und macht einen Dude. Es geht um Führung, es geht um Medienarbeit, es geht um Fußball, Sachverstand, also um Skill, die wir früher nicht so waren, die man nicht brauchte früher. Das ist alles, was auch ein Manager dem Trainer beibringen muss oder zumindest mal ihn unterstützen muss, den Weg zeigen muss, oder? Ja, das kommt natürlich jetzt, logischerweise ist es unterschiedlich von Trainer zu Trainer. Ich habe beim Christian, ist ein bisschen anders. Das hat auch damit zu tun, dass der Christian extrem intelligent ist, rhetorisch auch sehr stark. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ansonsten war es bei mir immer so, das war so meine Philosophie, dass ich für die Trainer hauptsächlich dann da bin, wenn es nicht schlecht ging. Ich muss dich unterbrechen. Wir sind leider fertig, lieber Ronny. Zeit ging so schnell vorbei. Wir hätten noch eine halbe Stunde, drei Stunden reden können. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Abend, ein erfolgreiches Spiel morgen und alles Gute bis zur nächsten Sendung. Euer Euro-Eddy Edgar Schmidt. Bis dann. Ciao.